Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Nonstop Naturs Podcast. Heute kommen wir zum zweiten Teil unserer Serie über Heil- und Edelsteine. In dieser Folge und in den nächsten weiteren möchten wir auf die einzelnen Steine eingehen, sodass ihr wisst, wie ihr sie verwenden könnt, beziehungsweise was ihre Wirkung ist oder zu welcher Gelegenheit man sie am besten verschenken kann. Der erste Stein, den ich euch vorstellen möchte, ist der Achat. Der Achat entsteht durch rhythmische Bildung und Gliederung von Kieselsäureschichten in Geoden, Drusen und anderen Gesteinshohlräumen. Aus Kieselsäure, die durch heiße Flüssigkeit dem umliegenden Gestein entzogen wird, entsteht dabei ein Gel, das einer Schleimhaut gleich den Hohlraum auskleidet. Dabei gliedert sich das Gel durch rhythmische Prozesse bei der Verfestigung in zellähnliche Kügelchen und hautähnlichen Bänderungen, woraus wiederum unterschiedlichste Formen entstehen, die jedem Achat eine eigene Zeichnung verleihen. Und genau aus diesem Grund ist der Achat ein wundervolles Spiegelbild für den Bauchraum, in dem verschiedene Organe ihren Platz haben. Den Achat gibt es in den Farben Grau, Graublau, Braun, Orange, Gelb, Rot, Weiß und Schwarz. Er hat Streifen, die Bänderungen genannt werden. Der Achat bewirkt, dass du dich mehr mit dir selbst beschäftigst und dass du handelst und dabei ruhiger wirst. Die Achate bilden einen Schutz um dich herum. Das heißt, wenn die Bänderung des Achaten gleichmäßig ist, dann bist du konzentrierter. Das kann zum Beispiel in der Schule oder im Büro sehr nützlich sein. Du kannst dich besser erinnern und verstehst leichter, was vor sich geht. Der Achat macht dich innerlich stark. Somit kannst du auch mal Nein sagen, wenn du etwas nicht möchtest. Wie ich vorher schon gesagt hatte, ist der Achat ein Spiegelbild des Bauchraums. Und hier zeigt der Achat eine stärkende und belebende sowie zugleich harmonisierende Wirkung auf all unsere Organe im Bauchraum. Er stärkt das umhüllende Stützgewebe und sichert so den äußeren Schutz und Verbleib in der richtigen Position. Zugleich fördert er aber auch die Erneuerung der Zellen des Gewebes und damit die fortwährende Regeneration aller Organe. Er verbessert zudem den Gewebstoffwechsel, die Versorgung mit Nährstoffen und die Entsorgung von Giften und Schlackenstoffen, was wiederum die Organe in ihrer Funktion unterstützt und somit die Immunabwehr stärkt. Da der Achat zudem auch alle Gefäße schützt, wird auch die Verbindung der Organe untereinander, die gegenseitige Versorgung und die Verteilung benötigter Substanzen erleichtert. Zusammengefasst heißt das, der Achat macht den ganzen Bauch fit für alle Aufgaben, für die Verdauungs- und Stoffwechselleistung, ebenso wie für die Heilung von Infektionen und Entzündungen. Er kann bei Bauchweh, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und allen Beschwerden von Magen, Pilz, Darm, Leber, Galle, Nieren, Blase und der Gebärmutter helfen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du jetzt denkst, alles gut und schön, aber wie kann ich den Achaten anwenden? Wenn du zum Beispiel Bauchschmerzen hast, dann kannst du dir den Stein einfach auf deinen Bauch legen. Du solltest aber auch wissen, dass Achate verschiedene Muster haben. Oft sehen die aus wie Körperteile. Und ein Stein, dessen Muster die Form eines Magens hat, der wirkt viel besser als andere Steine, wenn du Magenschmerzen hast. Du kannst dir einen Achaten oder einen Moosachat auch in einen Krug mit Leitungswasser legen und dieses dann über den ganzen Tag verteilt trinken. Du wirst dann merken, dass das deinem Bauch gut tut. Du kannst den Stein zum Beispiel auch am Körper tragen, in Form von einer Halskette oder Anhänger. Deutliche Linderung bringt häufig das Ausstreichen des Bauches im Uhrzeigersinn. Am besten wirkt in vielen Fällen jedoch die innere Einnahme als Edelsteinwasser oder Edelsteinexilier. Wie du dir dein Edelsteinwasser zubereitest, das habe ich dir ja gerade erklärt. Es gibt aber auch noch andere Edelsteine, die bei Problemen im Magen-Darm-Bereich helfen. Zum Beispiel hilft der Amethyst bei Durchfall, leichter Übelkeit und Blähungen, sowie bei Folgen von Kummer, schlechtem Gewissen und Schuldgefühlen. Der Aquamarin hilft bei Beschwerden vom Pankreas und Galle.
bei allergischen Reaktionen und Folgen von Stress und Überanstrengung. Der Kalzit fördert die Darmflora, verbessert so die Nährstoffaufnahme und hilft bei Verstauungsstörungen wie Blähungen, Verstopfung und Durchfall. Und der Heliotrop stärkt das Immunsystem und hilft daher bei Darminfektionen, Entzündungen, Geschwüren sowie Übelkeit und Gallenleiden. Aber auch der Magnesit lindert Anspannung, Nervosität und Stress sowie Migräne. Zudem lindert er auch Krämpfe, Übelkeit, Sodbrennen, Magen- und Gallenbeschwerden. Der Mondstein hilft bei Folgen hormoneller Störungen, zum Beispiel bei Regelschmerzen sowie Beschwerden von Eierstöcken und der Gebärmutter. Der Rhodonit hilft bei Geschwüren, Blutungen, Hämorrhoiden, Juckreiz am After sowie auch bei Folgen körperlicher oder seelischer Verletzungen. Zu guter Letzt hätten wir noch den Turmalin-Schirl. Der hilft bei Darmträgheit, Blähungen, Verstopfung und bei Folgen innerlicher Spannung oder dem Gefühl der Schutzlosigkeit. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen, was der Achat und andere Edelsteine bewirken bzw. wobei sie euch helfen können. Ich möchte aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle gemachten Aussagen bezüglich heilender Wirkung der einzelnen Steine bisher weder wissenschaftlich nachweisbar sind, beziehungsweise auch nicht medizinisch anerkannt sind. Sie stellen also keine Therapie- oder Diagnoseform in ärztlichem Sinne dar. Das heißt, dass die Verwendung von Edelsteinen auf keinen Fall ärztlichen Rat oder Hilfe ersetzen darf. Ich habe aber auch noch einen kleinen Tipp für euch. Der Achat ist nämlich auch ein schönes Geschenk bzw. ein schönes Mitbringsel beim Einzug in ein neues Heim, zur Geburt oder auch bei einer Schwangerschaft. Ich hoffe, dass euch dieser Podcast gefallen hat und würde mich über ein Gefällt mir freuen. Und natürlich auch, wenn ihr bei unserer nächsten Folge dabei seid. Euer Non-Stop-Natur-Team.